Ihr wisst ja, dass ich seit Jahrzehnten praktizierender Psychologe bin. Das Ganze ist ziemlich einfach. Ich bin hier bei mir im Zimmer. Ich habe da mein Buch liegen, meinen Stift und den ganzen Scheiß. Und da ist die Gisela. St. Elizabeth Mental Hospital. So, und nach meinem morgendlichen Kaffee schicke ich eigentlich gerne erstmal jemanden in die Klapse, ne? I want to put a patient in mental hospital. Da suche ich mir meistens einfach jemanden aus, der mir nicht so passt. Also so wie die Natalie. Natalie Jarrett. Die ist immer so laut in den Gesprächen. Und da ist auch schon der erste Patient, Fridolin. I'm Lucas Ithrabari. My mind's a very dark place. Solche Fälle habe ich oft, ist gar kein Problem. I bet nobody likes you. Maybe yes. Do you feel like pathetic loser? Ich würde sagen, da haben wir heute ziemlich viel aufgearbeitet, das passt. Nächstes Mal weiteres. Lukas. I want to put a patient in mental hospital. Lukas, wo bist du? Ich kann ihn nicht einsperren, what the fuck? Wie soll ich mich gescheit um die Leute kümmern, wenn ich ihn nicht einsperren kann? Super. Ist noch jemand verrückt zufällig? Die heißt mit Nachnamen Kopf. Das wird verrückt sein. Emilia, what the fuck? Ich will, dass die Emilia kommt. Na, klopft da jetzt! Das ist übrigens meine Anlage da, ne? Wenn jemand so laut klopft wie der, mache ich die an und dann ist einfach Ruhe. Oftmals mache ich das Licht aus und dann weiß keiner, dass ich da bin. Ist ja schon gut! Um Gottes Willen. A friend told me that you can read human mind. Nee. Anna Abro Dingens. I want to put a patient in mental hospital. Anna Abrahimovic. Das ist der Trick Nummer 1. Wenn ich den Patienten nicht mehr sehen will, lasse ich sie einfach erstmal einsperren. Ein Monat oder zwei. Manchmal auch ein halbes Jahr. Und je nachdem, wie sie dann zurückkommen. Was? Das sind die Schlimmsten, die einfach klopfen, wenn ich gerade am Labern bin. Ja, okay, was ist los? I am Ivan Irish. Deine Mutter hat also Kameras in dein Zimmer gemacht. Ja, wir haben einen typischen Fall von Wahnvorstellungen. Er glaubt, das sind Kameras in seinem Zimmer, die aus Abra-Dings sind. Aber die gibt es gar nicht. Der erste Weg hier zur Besserung ist natürlich zu sagen, dass ich weiß, was Abra-Bums ist und dass ich das entfernen kann. Für ein gewisses Entgelt. Junge, was ist mit deinem Gesicht los? Wisst ihr, was mir die Augen des Patienten verraten? Ab in die Klapsmühl! Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Wir haben schon einige eingesperrt, das war wirklich ein ganz guter Lauf. Aber jetzt habe ich hier mein Problemkind. Und zwar die Felicia Romanov. War früher mal eine Prostituierte und ist jetzt Anna Warok. Träume ich gerade von meinen Patienten mit zwei Nasen? What the fuck? So, ein neuer Tag, ein neuer Verrückter. Felicita. Heute mal ohne Musik, ne? Geht mir langsam auf den Sack. Ich habe die Felicitas bestellt und nicht dich mit den zwei Nasen. Hey, Matthew Blaze here. What a beautiful day. Oh mein Gott, das ist ein Alien, what the fuck? Ab und an habe ich sie auch mit Außerirdischen zu tun. Die glauben, sie können sich irgendwie verstecken, aber meistens haben sie zwei Nasen auf. I'm so happy to be here. I can talk with someone. Aber worüber willst du mit mir sprechen? Matthew! We can talk about everything. I just like talking. Erzähl mal was über deine Kindheit. It was a happy time. I was a very outgoing child. Das ist aber wirklich sehr normal, Matthew. Do you have girlfriend? Yeah, she loves me. She calls me cute and sweet. Langsam fängt die Fassade zu bröckeln an. Er guckt ja gerade so ein bisschen zur Seite, daran kann ich erkennen, dass er gerade lügt. Deswegen frage ich jetzt hier nochmal, ob er überhaupt eine glückliche Person ist. Yeah, I am. Merkt er was? Klapsmühl, mein Freund! Nimmst du Drogen? Nope, I never use drugs. Das sagt jemand, der vom Coke ziehen schon zwei Nasen hat. Dieser Matthew ist komplett wahnsinnig. Ab. So, ich möchte bitte jetzt mal Felicitas sprechen. Felicitas, bist du schon da? Kameraden, ich hab's Licht angemacht, passt schon. Ah, du schon wieder! Die habe ich doch in die Klapsmühle gesteckt. Wie kommt denn die überhaupt jetzt hierher? Wenn die halt immer noch hier bei mir an der Tür klopfen kann, läuft irgendwas schief. Hier ist doch irgendwas falsch. So, jetzt mach ich mal die Lampe da hinten an. Ja, kein Wunder, dass die Leute sich irgendwie anfangen zu ritzen, wenn sie ja so angeleuchtet werden. Ja, du schon wieder! I feel terrible. Ja, weil ich dich hier eingesperrt habe und du trotzdem hier bist. Da würde ich mich auch schlecht fühlen. In my head. Kannst du mal den Mund zu machen, wenn du sprichst? Ah, da steht ja gar nicht auf der Liste drauf, der Lukas Abraham. I wohne Kopf. Obala. Gut, manchmal sperre ich auch einfach jemanden zufällig ein. Das passiert aber ganz, ganz selten. Klar, ich habe eine gewisse Quote, die ich erfüllen muss. Ja, aber alles in allem läuft der Laden super. Was haben wir denn heute auf der Liste? Wer kommt denn heute überhaupt? Was ist los? Wo bin ich? All people judge me. Think that I am ugly and I am scared of them. Ich glaube, siehst du jemand, die auf Facebook so halbnackte Fotos hochlädt und dann sowas sagt wie, wie hässlich bin ich? Macht mich natürlich direkt furios. Ja, klar. Aber man darf sowas nicht schreiben, von wegen, du bist nicht hässlich. Man muss ja wirklich sagen, ja, du Stück, hast recht. Und jetzt muss ich natürlich als Psychoanalytiker auch einfach mal mit der Wahrheit herausrücken. Du bist ein Pussy. You are a pussy. Yeah, I know that. Ja. Erkenntnis ist ja, wie wir alle wissen, der erste Weg zur Besserung. Ich denke, die Dame glaubt, dass ich scheiße ist. Liege ich da richtig? Yeah. Ich kann nicht mehr machen als zustimmen. I bet that nobody likes you. Yeah, it is true. Dieses Face. Warum guckst denn du jetzt so? Irgendwas stimmt da mit ihrer Gefühlsverarbeitung nicht. Ja, ich bin scheiße. Ist die jetzt eigentlich endlich im Knast? Ich meine im, Nimm mal alles. Okay? Das wird schon passen. Lukas, nimm du auch mal alles?
Gerade bei ihm ist es notwendig. Ivona, dich habe ich aus Versehen eingesperrt. Bei dir ist das jetzt erstmal nicht so wichtig. Das machen dann die Kollegen. Ivan Arsch. Auf jeden Fall Valium. Ganz klar. Aber also alles unter Valium ist bei ihm Quatsch, ne? Emilia ist die von gerade eben, ja? Haloperidol würde ich ja ganz klar empfehlen. Aber auch Clonazepam ist natürlich eine wichtige Heilpflanze, die man sich oral, aber auch anal einführen kann. Kann man schon nehmen. Ich bin gerade am Medizinieren, das ist ein Fachausdruck für die Tätigkeit, die ich hier gerade durchführe. Risperidon, ganz klar, Harris, aber auch Phenlaxafin ist schon eine wichtige, es ist ein bestimmtes Relaxan, ein Muskelrelaxan, das bereits bei geringer Aufnahme zu starkem Durchfall führt und das finde ich immer saulustig. Was ist denn los jetzt? Nee! Ich kann dir nicht einsperren. Wie soll man als Psychologe in Ruhe arbeiten, wenn man die Leute nicht einsperren kann? Today I brought my drawings with me. Ja gut, das sieht jetzt ja erstmal nicht extrem aus, ne? Fette Schnecken und so weiter. Aber das hier, das stimmt mich doch sehr nachdenklich, ja? So ein Gesicht, musst du aufpassen. Auch die Analkette hier, kein gutes Zeichen. You are a freak. Yeah. You should kill yourself. Yeah. Wenn die Klapsmühle mal wieder voll ist, ne, kannst du das auch so machen. Thanks for your time. Erfolgreicher Tag, ne? Kauf meinen Scheiß.